Auf die Plätze, fertig, los! Was für ein tolles Wochenende für alle laufbegeisterten Berlinerinnen und Berliner. Hunderte Läufer trafen sich am vergangenen Sonntag zum 30. Havellauf in Wannsee. Ich glaube, vor allem die Strecke war sehr schön und die Landschaft. Und dann fand ich es cool, dass man jeden einmal gesehen hat, weil man ja die gleiche Strecke auch zurückläuft. Vom Startpunkt am Flensburger Löwen im Haus Sanssouci bis hin zum Wendepunkt am Hirschtor im Park Klein-Glienicke. Mitten durch den Wald und immer entlang der Havel bietet die etwa 13,7 Kilometer lange Strecke alles, was ein Läuferherz begehrt. Also ich glaube, der Havellauf ist deswegen so entzückend, weil er in der Tat nur 200-300 Meter hat ohne Wald und ansonsten im Schattenlaufen bei hohen Temperaturen und dann am Wasser entlang wunderschön. I want to run in Berlin because it's nice to run in other places. Schwitzen bei einer wundervollen Aussicht. Auch in diesem Jahr zog es wieder zahlreiche Läuferinnen und Läufer in den Südwesten Berlins, um am Rennen teilzunehmen. It's not a town in Sweden and we are not so many women. That's run at the same time and in Berlin is a lot of women. Ich glaube, ich mache das jetzt schon zum 10. Mal. Wunderbare Strecke, perfektes Laufwetter, deswegen musste es um 9 Uhr morgens sein. Für mich war es eigentlich ein Trainingslauf, genau. Über 500 Anmeldungen gingen dieses Jahr beim ProSport Berlin 24 e.V. ein. Ein Rekordergebnis. Dazu kamen über 100 Nachmeldungen. Gestartet wurde in zwei Gruppen, während die Erwachsenen bis zum Hirschtor liefen, so absolvierten die Kinder eine verkürzte Strecke von etwa 4,8 Kilometern. Für jeden erfolgreichen Teilnehmer gab es dann im Ziel die verdiente Finisher-Medaille, die ersten 5 Läuferinnen und Läufer, die der Altersklasse erhielten, Sachpreise und die jeweiligen Sieger einen Freistart fürs nächste Jahr. Mitorganisator Manfred Kretschmer blickt mit Stolz auf das Event zurück. Der Havellauf hat vor allen Dingen eine wunderbare Landschaft. Dann haben wir heute das Glück gehabt, dass das Wetter sehr gut mitspielt. Es war nicht zu warm, es war trocken. Wir wollen hoffen, dass alles so bleibt und auch noch ein bisschen weiterentwickelt wird. Hoffen, dass alles so bleibt, denn was gibt es Schöneres als Hunderte von laufbegeisterten Berlinerinnen und Berlinern?